Fitness mit Marc, Folge 26. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In den letzten Jahren haben eine Reihe von Apps, Büchern und Trainingsprogrammen den Fitnessmarkt überschwemmt, die dir helfen sollen, alleine mit Körpergewichtstraining wirklich gute Fortschritte zu machen. In der heutigen Folge klären wir die Frage, hilft Bodyweight-Training dir wirklich dabei, Muskeln aufzubauen? Viel Spaß und bis gleich. Kannst du durch Bodyweight-Training alleine Muskeln aufbauen? Wenn wir erstmal an Profiturner denken oder diese Calisthenics-Athleten, wie zum Beispiel die Barstars aus New York, die Jungs und Mädels sind extrem stark und sie sind auch extrem gut gebaut. Und sie trainieren offensichtlich mit dem eigenen Körpergewicht. Da liegt natürlich die Frage nahe, genügt Bodyweight-Training, um nackt gut auszusehen? Und die Antwort, um die es heute geht, dürfte dich überraschen. Denn in der heutigen Folge erfährst du, ob du mit Bodyweight Training auf dem richtigen Weg bist. Außerdem klären wir folgende Fragen. Was ist Bodyweight Training überhaupt? Nochmal die Definition. Wie effektiv ist Bodyweight Training im Vergleich zu anderen Trainingsmethoden? Wie zum Beispiel dem klassischen Hanteltraining mit Lang- und Kurzhantel. Kannst du Muskeln wie ein Turner oder wie ein Calisthenics-Athlet aufbauen, wenn du nur mit dem eigenen Körpergewicht trainierst? Und last but not least, wie solltest du trainieren, wenn du so schnell wie möglich Fortschritte erzielen willst? Selbst wenn du regelmäßig mit Gewichten trainierst, im Fitnessstudio oder zu Hause, dann ist Bodyweight-Training zum Beispiel auf Reisen natürlich immer eine geeignete Alternative. Dein Körper hast du immer dabei. Am Ende der heutigen Folge bekommst du von mir noch einige Empfehlungen mit an die Hand, wie du mit dem eigenen Körpergewicht trainieren kannst, wenn du kein Equipment dabei hast. Also starten wir mit der Definitionsfrage. Was ist Bodyweight Training eigentlich? Bodyweight Training ist eine Form des Krafttrainings, das ohne Hanteln oder Kraftmaschinen auskommt. Du arbeitest beim Krafttraining ja immer gegen einen Widerstand und dieser Widerstand, gegen den deine Muskeln arbeiten, wird beim Bodyweight-Training ausschließlich durch das eigene Körpergewicht erzeugt. Es gibt ganz viele Eigengewichtsübungen. Du kennst wahrscheinlich die meisten davon. Hier sind ein paar gängige, zum Beispiel die Klimmzüge, Liegestütze, Dips am Barren, Kniebeuge oder Sit-Ups. Und falls du sie noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir jetzt nochmal die Folge 13, bei der es um die 6 effektivsten Muskelaufbauübungen geht. Diese 6 Übungen, die kannst du grundsätzlich auch durch Körpergewichtsübungen trainieren. Wenn du allerdings ausschließlich mit deinem eigenen Körpergewicht trainieren willst, dann solltest du dir eine entscheidende Frage stellen. Und zwar die Frage, warum? Was ist die Intention? Warum würdest du nur mit deinem eigenen Körpergewicht trainieren wollen? Wer nackt gut aussehen will und nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, der tut das meiner Erfahrung nach meist aus einem der folgenden 3 Gründe. Grund Nummer 1 wäre, du besitzt keine Hanteln. Grund Nummer 2, vielleicht hattest du bisher keinen Spaß am Hanteltraining. Oder Punkt Nummer 3, du hast vielleicht das richtige Fitnessstudio noch nicht gefunden. Wenn du mal Amazon aufrufst oder in deinem Buchladen guckst, dann wirst du sehen, dass es unglaublich viele Bücher gibt zum Bodyweight-Training und die sind alle ganz, ganz oben in der Bestsellerliste. Die verkaufen sich wie warme Semmeln. Und das ist auch kein Wunder, denn das Training mit dem eigenen Körpergewicht bietet unschlagbare Vorteile gegenüber allen anderen Arten des Krafttrainings. Du brauchst kein Equipment, du kannst es überall durchführen. Es kostet kein oder nur wenig Geld. Vielleicht musst du dir ein Buch kaufen, aber das war's dann auch schon. Die meisten Körpergewichtsübungen sind außerdem sehr funktionell. 4 unschlagbare Vorteile. Allerdings gibt es auch
einige Einschränkungen gegenüber dem Training mit Lang- und Kurzhantel. Und die solltest du kennen, und das ist auch der Kern der heutigen Folge. Die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, wie effektiv ist Bodyweight-Training im Vergleich zum Hanteltraining? Die Sache ist ja die, ein paar Kurzhanteln und eine Langhantel liefern dir Möglichkeiten, die Bodyweight-Training alleine nicht bringen kann. Warum ist das so? Nun, Hanteltraining ist effektiver, weil du Spielraum nach oben hast. Stell dir vor, du würdest auf dem Jupiter leben. Dort ist die Gravitation um ein Vielfaches höher als die Erdanziehung hier bei uns auf der Erde. Ich muss da immer an diese Astronautenvideos denken von Neil Armstrong, von dem ersten Mann auf dem Mond, wie die auf der Mondoberfläche umhergesprungen sind. Auf dem Mond ist die Gravitation ja so niedrig, dass die Astronauten fast gar nichts zu tun haben. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Astronauten auf der ISS trotz des Trainings an Bord an Muskelschwund leiden. Ganz einfach gesagt heißt die Gleichung wenig Last gleich schwache Muskeln, viel Last gleich starke Muskeln. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Jupiter gehen oder du dir das vorstellst, du könntest eine Bodyweight-Kniebeuge auf dem Jupiter simulieren, indem du hier auf der Erde eine Langhantel mit deinem 1,5-fachen Körpergewicht schulterst. Also in meinem Fall wären das ungefähr 120 Kilo. Das ist schon eine ziemlich harte, ziemlich anstrengende Kniebeuge. Punkt Nummer 2. Krafttraining trainiert mehr als nur Muskeln. Die Sache ist ja die, und das vergessen viele Menschen häufig, deine Muskeln bewegen deine Sehnen. Und deine Sehnen bewegen deine Knochen. Die sind alle miteinander verbunden. Und durch Krafttraining stärkst du ja nicht nur deine Muskeln, sondern auch die anderen Strukturen passen sich an. Deine Knochen werden dichter und deine Sehnen werden belastungsfähiger. Starke Knochen führen zu starken Muskeln. Bodyweight Training setzt auf Erdanziehung. Und wenn du die ausgereizt hast, dann ist Schluss. Dritter Punkt, beim Hanteltraining kannst du den Widerstand, gegen den du arbeitest, in sehr kleinen, wohldosierten Schritten erhöhen. Und zwar, indem du einfach Schritt für Schritt mehr Gewicht auflegst. Die Bewegung bleibt identisch. Dadurch ist es leicht, einen optimalen Trainingsreiz zu setzen, ohne dass du dich über- oder unterforderst, wenn du es richtig angehst. Beim Bodyweight-Training ist es häufig ein bisschen komplizierter. Dort steigerst du die Intensität, indem du den Winkel veränderst, den Hebel, gegen den du arbeitest, oder indem du die Ausführungsgeschwindigkeit oder das Trainingsvolumen, also wie viel du trainierst, wie lange du trainierst, erhöhst. Was häufig auch beim Bodyweight-Training geht, ist, dass du halt von der beidseitigen zu einer einseitigen Variante übergehst. Das steigert das Gewicht. Zum Beispiel bei der Kniebeuge kannst du natürlich von der beidbeinigen Kniebeuge auf eine Einbein-Kniebeuge übergehen, die sogenannte Pistol Squat. Nur das ist ein ziemlich harter Übergang. Wenn du, sagen wir mal, 50 normale Kniebeugen schaffst, dann muss das noch lange nicht heißen, dass du eine Einbein-Kniebeuge sofort schaffst. Das heißt, ganz häufig steigt der Schwierigkeitsgrad drastisch an, wenn du versuchst, bei Bodyweight-Übungen aufs nächste Level zu kommen. Beim Hanteltraining ist das viel einfacher. Ein weiterer Vorteil von Hanteltraining ist, es gibt dir exaktes Feedback über deine Fortschritte. Denken wir nochmal an die Langhantel-Kniebeuge. Dort weißt du sehr genau, ob du wirklich vorankommst. Saubere Technik immer vorausgesetzt. Wenn du diese Woche zum Beispiel 5 Kilo mehr schaffst auf der Hantel als letzte Woche oder wenn du gar einen neuen persönlichen Rekord setzt und so viel Gewicht bewegst, wie du das noch nie vorher geschafft hast, dann bedeutet das in den meisten Fällen, dass du Muskeln aufgebaut hast, dass du stärker geworden bist. Und wenn du die Intensität beim Bodyweight-Training zum Beispiel durch Änderung des Winkels oder des Hebels veränderst, dann ist es häufig schwer, exakt diese Rahmenbedingungen im nächsten Workout wieder zu reproduzieren und zu gucken, okay, habe ich mich wirklich verbessert oder war vielleicht der Hebel einfach nur anders? Das Ganze ist ein bisschen schwerer messbar und dadurch weißt du beim Hanteltraining eben sehr genau, ob du Fortschritte gemacht hast. Beim Bodyweight-Training ist es häufig nicht ganz so leicht. Nächster Punkt, Bodyweight-Training ist technisch häufig anspruchsvoller. Der Aufwand
Um Übungen zu lernen, die den Muskel ähnlich stark belasten wie beim Hanteltraining, ist häufig höher beim Bodyweight-Training. Nehmen wir zum Beispiel mal so eine Übung wie das Überkopfdrücken oder Military Press, wo du einfach bei Hanteln, meinetwegen eine Langhantel oder zwei Kurzhanteln, im Stehen oder im Sitzen über deinen Kopf nach oben drückst. Das ist zwar mit Hanteln zweifellos auch eine anspruchsvolle Übung, du brauchst gute Körperspannung, aber die korrekte Technik lernen die meisten Menschen an einem einzigen Tag. Was wäre denn das Bodyweight-Pendant dazu? Das wäre der Handstand. So, wenn du jetzt fleißig dran bleibst und den Handstand lernen möchtest, dann brauchst du vermutlich Monate, bis du soweit bist. Dann brauchst du weitere Monate, um dich frei halten zu können, um die Balance zu halten. Bis du dann soweit bist, dass du wirklich einen Handstand-Push-Up schaffst, kann sehr, sehr viel Zeit ins Land gehen. Ganz zu schweigen von der Einarm-Variante. Nächster Punkt. Beim Bodyweight-Training erreichst du leichter ein Leistungsplateau. Körpergewichtsübungen steigerst du meist, indem du die jeweils koordinativ anspruchsvollere Variante dieser Übung nimmst, also den Anspruch der Übung erhöhst. Meist scheitert das Ganze nicht daran, dass der Muskel, den du eigentlich trainieren willst, zu schwach ist. Der kommt meistens ganz gut mit, sondern das, was entscheidend ist, ist das schwächste Glied der Kette. Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir an, du möchtest schön definierte Schultern haben und arbeitest auf einen Handstand hin. Und die Idee ist ja gut. Die Ausführung beim Handstand scheitert oft nicht an den Schultern, sondern an den Händen. Und zwar an den zu schwachen Muskeln, die dein Handgelenk stabilisieren. Jetzt lass uns mal vom Handstand, vom Schultern, von den Oberkörpermuskeln zum Unterkörper gehen. Das ist auch ein Thema beim Bodyweight-Training. Es ist ziemlich schwer, den Unterkörper alleine durch Bodyweight-Training richtig zu fordern. Die Beine gehören zu den stärksten Muskeln deines Körpers. Es ist auch die größte Muskelgruppe. Es ist schwer, die Beine ohne Hanteln voll auszulasten. Einbeinkniebeuge sind eine super Übung, aber sie sind nicht umfassend. Denk nochmal zurück an Folge 13, wo wir die 6 Typen von Muskelaufbauübungen hatten. Zum Beispiel ist es eine gute Idee, wenn du beim Krafttraining auch dein Hüftgelenk auslastest. Das kannst du mit Hanteln zum Beispiel sehr gut machen beim Kreuzheben. Allein mit Körpergewicht ist so eine Übung wie Kreuzheben, denk mal an die Bewegung, du hebst was vom Boden an, ja. Das ist ziemlich schwer möglich. Also was ich empfehle ist, wenn du alleine auf Bodyweight-Training sitzt, dann darfst du mehr Geduld mitbringen. Ein effektives Hanteltraining liefert dir in der Regel schneller sichtbare Fortschritte als Bodyweight-Training. Das liegt daran, dass du deine Muskeln gezielt an die Belastungsgrenze bringen kannst. Und zwar mit der exakt nötigen Dosis. Und ich rede hier von gleichem Trainingsvolumen. Also bei gleichem Trainingsvolumen kannst du deinen gesamten Körper mit Hanteltraining intensiver auslasten und damit einen besseren Wachstumsreiz setzen. Dein Körper würde dann mehr Wachstumshormone ausschütten und dir fällt es auch leichter, Fett abzubauen. Das heißt natürlich nicht, dass Bodyweight-Training dich nicht ans Ziel führen kann. Nur der Weg ist eben etwas länger. Und als letzten Punkt, wenn du keinen Personal Trainer hast und auch kein Trainingsequipment, dann darfst du dir noch mehr Geduld aneignen. Denn reines Bodyweight Training ist technisch einfach anspruchsvoller und wenn du keinen Coach hast, der dich unterstützt, der vielleicht schon einen Schritt weiter ist, dann darfst du einfach mehr Zeit einplanen, um die richtige Technik zu erlernen. Wenn du diesen Weg wählst, dass du nur auf Bodyweight Training setzt, dann herzlichen Glückwunsch. Es ist ein toller Weg und es ist eine gute Idee, wenn du viel Geduld mitbringst. Tja, jetzt denkst du vielleicht, ja Marc, alles schön und gut, aber was ist mit den Turnern, was ist mit den Barstars, was ist mit diesen ganzen Athleten? Die haben doch genau den Körper, den ich mir vorstelle und die machen doch Bodyweight Training. Ja, das stimmt. Und es ist keine gute Idee, wenn du dich mit einem leistungsmäßigen Turner vergleichst. Warum? Und das vorweg, damit wir uns richtig verstehen. Es spricht nichts dagegen, dass du den Körperbau eines Turners anstrebst. Ich mag den Gedanken. Ich finde, die sind sehr athletisch gebaut, toller Körper, sieht gut aus, ist auch funktionell und so weiter.
Und es stimmt auch, Turner trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Aber meine These ist, ich vermute, du hast kein Interesse daran, so zu trainieren wie ein Turner. Falls doch, dann solltest du dir einiger Punkte bewusst sein. Wie trainieren Turner eigentlich? Sie trainieren definitiv anders. Turner üben an den Geräten, an denen sie auch performen nachher, also zum Beispiel am Pauschenpferd, an den Ringen, am Barren und am Reck. Außerdem natürlich auch am Tisch und am Boden, aber diese beiden beanspruchen die Oberkörpermuskeln nicht so stark. Wenn du jetzt zu Hause Klimmzüge machst und Liegestütze trainierst, dann ist das gut. Aber es ist bei Weitem nicht das Gleiche. Zweiter Punkt ist, Turner trainieren länger. Ein Weltklasse-Turner, der beginnt üblicherweise in jungen Jahren mit dem Training, also schon im Teenageralter, und braucht viele, viele Jahre, um die Form zu erreichen, in der du ihn im Fernsehen vielleicht siehst oder bei irgendeinem Wettkampf. Turner trainieren mehr. Ein Profiturner trainiert oft viele, viele Stunden, jeden Tag. Ich habe ein Interview gelesen mit Fabian Hambüchen. Der kommt zum Beispiel auf 5 bis 7 Stunden pro Trainingstag. Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn du dir zum Beispiel Bodybuilder anguckst oder andere Kraftsportler. Die trainieren in der Regel weniger. Turner trainieren übrigens oft auch mit Hanteln. Zum Beispiel der Niederländer Epke Zonderland. Link findest du bei mir in den Shownotes. Kannst du dir angucken, da ist ein Video von ihm verlinkt. Und letzter Punkt ist, Turner nutzen auch Trainingsequipment. Für die meisten Menschen ist Bodyweight-Training deswegen ja so attraktiv, weil sie gerade kein Equipment brauchen. Aber Turner trainieren mit Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Pferd, Ringen, Barren, Reck und so weiter. Das heißt, das Argument ohne Geräte, das zieht hier nicht. Viele Menschen glauben ganz intuitiv, dass klassische Körpergewichtsübungen der ideale Weg sind, wie sie sich den Körperbau eines Turners erschaffen. Und der Vergleich hinkt eben. Wer glaubt, dass Bodyweight-Training der schnellste Weg ist, um die Figur eines Olympiaturners zu bekommen, der vergleicht nicht mal Äpfel mit Birnen, sondern er vergleicht Äpfel mit Zucchini. Die gute Nachricht ist, du musst nicht trainieren wie ein Turner, um wie einer auszusehen. Bodyweight-Training kann dir nämlich dabei helfen, nackt gut auszusehen. Und wenn du schon ein Dranbleiber bist und dich bei mir auf der Seite marathonfitness.de in den Newsletter eingetragen hast, dann weißt du, dass meine Trainingsphilosophie auf einem Mix basiert. Und zwar einem Mix aus klassischem Hanteltraining mit vielen funktionellen Übungen, siehe Folge 13, und Ergänzung von Bodyweight-Übungen, wie Liegestützen, Klimmzügen oder der Planke. Nach meinen Erfahrungen machen nicht nur Männer, sondern auch Frauen, die nackt gut aussehen wollen, auf diesem Weg die schnellsten Fortschritte. Und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann geh doch mal auf marathonfitness.de. Ich habe dort eine Übersichtsseite über richtiges Krafttraining. Dort findest du ganz viele Artikel zum richtigen Training, die richtigen Übungen und so weiter. Und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge marathonfitness.de/podcast. Also hier gilt, grundsätzlich viele Wege führen nach Rom. Vielleicht hast du gute Gründe, dennoch ein reines Bodyweight-Training zu absolvieren, und es ist alles gut. Ich möchte dir noch einige Ideen mitgeben, die dir dabei helfen können, ein reines Bodyweight-Training effektiver zu gestalten, wenn du diesen Weg gehen möchtest. Und zwar kannst du mit reinem Bodyweight-Training auch Hantelübungen simulieren, und zwar indem du einfach Zusatzgewicht verwendest. Denken wir mal an Klimmzüge oder Dips. Das sind meiner Meinung nach die potentesten Körpergewichtsübungen, die es überhaupt gibt, weil sie deinen kompletten Oberkörper trainieren. Man sagt ja auch immer, Klimmzüge sind die Kniebeuge des Oberkörpers. Bei Klimmzügen liegt der Fokus jetzt auf der Körperrückseite, bei Dips liegt der Fokus auf der Oberkörpervorderseite. Beide Übungen arbeiten wie die Kniebeuge gegen die Erdanziehung. Und das ist der Grund, warum sie auch so heißen, Kniebeuge für den Oberkörper. Alle drei Übungen, also Kniebeuge, Klimmzüge und Dips, kannst du durch Zusatzgewicht leicht intensivieren. Und zwar indem du meinetwegen eine Kurzhantel nimmst oder irgendwelche anderen schweren Gegenstände und die mit den Händen greifst bei der Kniebeuge
oder sie dir zwischen die Füße klemmst, wie zum Beispiel bei Dips oder Klimmzügen. Zweiter Tipp fürs Bodyweight Training: Wenn du mit Körpergewichttraining wirklich in Richtung Turnerfigur kommen willst, dann stellen Liegestütze, Dips und Klimmzüge nicht mehr und nicht weniger als eine Grundlage für deine weiteren Fortschritte dar. Natürlich kannst du alle diese Übungen auch intensiver machen, indem du zum Beispiel die sogenannte Time Under Tension erhöhst, also einfach die Zeit, unter der die Muskeln unter Spannung stehen bei einer Übung, oder einfach mit der Wiederholungszahl hochgehst, also mehr Trainingsvolumen in deinen Plan einbaust. Aber wenn du es wirklich wissen willst und wirklich gute Fortschritte machen möchtest, dann darfst du auch auf anspruchsvollere Übungen hinarbeiten. Wie du das machen kannst, dazu habe ich am Ende noch ein paar Tipps für dich. Und der dritte Tipp für dein Körpergewichtstraining ist dein Trainingsziel. Da knüpfe ich jetzt an. Dein Trainingsziel sollten wirklich diese sehr anspruchsvollen Körpergewichtübungen sein, wie zum Beispiel die Planches, die Levers, der Handstand, vielleicht sogar irgendwann ein Arm oder andere anspruchsvolle Bodyweight-Übungen. Ja, ich weiß, die Messlatte liegt hier sehr hoch, wenn du nur auf Körpergewicht-Training sitzen möchtest, aber diese Tatsache darfst du auch akzeptieren. Wenn du gesund bist, wenn du Geduld mitbringst, wenn du dranbleibst und wenn du dir vielleicht auch einen guten Coach suchst, der auf Bodyweight-Training spezialisiert ist, dann wirst du deinem Ziel schrittweise näher kommen und es auch schließlich dann erreichen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, Liegestütze, Klimmzüge und so weiter, das kann ich alles. Wie komme ich denn jetzt dahin, diese anspruchsvollen Übungen zu machen? Oder wo bekomme ich denn gute Trainingsprogramme her für Bodyweight? Ich habe dir nochmal 3 Buchtipps rausgesucht von Büchern, die dir dabei helfen können, deine Fitness, und zwar nur mit reinem Körpergewichttraining, auf das nächste Level zu bringen oder eben diese schweren Körpergewichtübungen zu erlernen. Alle 3 Bücher sind von Fitnesscoaches verfasst, die absolute Spezialisten auf dem Gewicht Bodyweight Training sind. Das erste kennst du höchstwahrscheinlich, das ist von Mark Lauren, Fit ohne Geräte. Das ist seit Jahren der Klassiker fürs Bodyweight Training, findest du auch bei Amazon unter den ersten Bestsellerplätzen. Und es ist wahrscheinlich auch eins der meistverkauften Fitnessbücher inzwischen überhaupt. Wenn du es bisher noch nicht in deiner Fitnessbibliothek hast, dann wird's höchste Zeit. Mark Lauren beschreibt in seinem Buch wirklich alle wesentlichen Bodyweight-Übungen, geordnet nach Muskelgruppe und mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad. Ist auch für Einsteiger sehr gut geeignet, dieses Buch. Und im zweiten hinteren Teil findest du dort auch ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm, das sich gut eignet für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene. Es gibt inzwischen auch einige Varianten von diesem Buch. Eine Variante für Frauen mit noch einfacheren Übungen. Es gibt eine gute App für iOS und Android. Und es gibt inzwischen auch so eine 30-Tage-Challenge, auch ein sehr gutes Buch. Zweiter Tipp, achso, und hier nochmal der Hinweis, du brauchst das Ganze nicht mitschreiben. Du findest diese Buchtipps auch alle direkt in den Shownotes. Kannst du nochmal angucken dort und bei Bedarf auch natürlich dir das raussuchen, was dir am meisten gefällt. Zweiter Tipp ist ein englisches Buch von Paul Waite, nennt sich Convict Conditioning. Gibt es leider nur auf Englisch, aber es ist verständlich formuliert. Also wenn du dein Schulenglisch dich noch dran erinnern kannst oder auch vielleicht ab und zu mal was auf Englisch liest, dann solltest du damit keine Probleme haben. Die Übungsbeschreibungen in dem Buch sind sehr detailliert, so dass das Trainingsprogramm auch für Einsteiger ziemlich gut durchführbar ist. Wenn du jetzt selbst vielleicht auch Trainer bist, dann spätestens dann empfehle ich dir die Lektüre wärmstens. Ich bin der Meinung, auch Einsteiger, die noch keine Erfahrung mit dem Langhanteltraining gemacht haben, die können dieses 6-Wochen-Einstiegsprogramm, das Paul Waite in seinem Buch liefert, sehr gut nutzen, um erstmal ihren Körper fit zu machen, um die Körperspannung aufzubauen, auch die Koordination für sicheres Hanteltraining und den Einstieg eben ins Hanteltraining. Das Schöne an dem Buch ist, dass Paul Waite auch darauf eingeht, wie du fit wirst für Pistols, für Einarmliegestütze, aber auch für den Handstand und für Einarmklimmzüge. Einarmhandstand übrigens auch. Also das geht wirklich
übers komplette Spektrum dieses Buch. Wenn du Kraftsportler bist oder einer werden willst, dann wirst du das Buch lieben, ist meine These. Die Workout-Programme sind ziemlich abwechslungsreich, finde ich, und sie versprechen auch eine Menge Spaß zu bringen. Und als drittes ist auch ein englisches Buch, das ich empfehle, von Max Schenk, beziehungsweise es ist ein Trainingsprogramm, nennt sich Ultimate Athleticism, relativ neu, ist vor ein paar Monaten erschienen. Max Schenk macht aus dir den ultimativen Athleten, wobei er Athletik auf eine interessante Art und Weise definiert. Er sagt, Athletik ist die Fähigkeit, dich uneingeschränkt in jedem Radius zu bewegen, mit Kraft, mit Schnelligkeit, mit Koordination und mit der Fähigkeit, jeder Situation gewachsen zu sein. Ich finde es eine tolle Definition. Es ist ein reines Online-Programm und er stellt auch nicht am Vordergrund das Ziel nackt gut aussehen. Es ist aber ein schöner Nebeneffekt. Wenn du die Königsklasse der Übung, also die Planche, die L-Sits, die Levers, ohne Hanteltraining erreichen willst, dann darfst du dich auf Leistungsplateaus oder eben die erwähnten hohen Sprünge im Schwierigkeitsgrad einstellen. Zum Beispiel Wechsel von Klimmzug zu Einarmklimmzug und so weiter. Was Max Schenk macht und was ihn so ein bisschen von den anderen Programmen unterscheidet, ist, dass er auch Hanteltraining mit verwendet. Also er zeigt dir, wie du mit Hanteltraining auf diese sehr schweren Übungen hinarbeiten kannst. Dort, wo es Sinn macht, nutzt du in diesem Programm eben auch Gewichte, um möglichst schnell Fortschritte zu machen. Hier auch enthalten übrigens ein vollständiges Handstand-Tutorial, falls du da nochmal hinkommen willst. Setzt sich zusammen das ganze Programm aus E-Books, also ein reines Online-Buch, mit detaillierten Technikbeschreibungen und ganz vielen Videoanleitungen auch. Und was hier nochmal ein Sonderfall ist, ist, dass du auch Zugriff auf ein internes Forum hast, wo der Coach dir persönlich weiterhilft, wenn du mal irgendwo nicht weiterkommst. Auch das Ganze auf Englisch, ziemlich gut verständlich und grundsätzlich auch für alle Schwierigkeitsklassen geeignet. Dann als vierten Tipp nochmal, ich habe ein eigenes E-Book zum Home Gym. Also falls du zu Hause trainieren willst oder auch wirklich mit minimalem Equipment weiterkommen möchtest, dann habe ich dort in diesem E-Book nochmal Tipps zusammengestellt, wie du für unter 200 Euro dir ein eigenes Home Gym aufbauen kannst. Dieser Guide ist kostenlos, den findest du auch in den Shownotes und kannst ihn dir da kostenlos runterladen. Also zum Fazit der heutigen Folge. Die Frage, die wir ja gestellt hatten, war, kannst du auch ohne Geräte Muskeln aufbauen, indem du nur auf Bodyweight Training setzt? Und die Antwort ist simpel, ja, das kannst du absolut. Was du bedenken darfst, ist, dass, wenn du nackt gut aussehen willst, Bodyweight-Training, und zwar reines Bodyweight-Training ohne Hilfsmittel, nicht der schnellste Weg für dich ist. Meiner Erfahrung nach ist ein Mix aus Grundübungen mit Lang- und Kurzhanteln, auch hier nochmal Hinweis Folge 13, den du mit Körpergewichtsübungen ergänzt, dich höchstwahrscheinlich sehr viel schneller an dein Ziel führen wird. Wenn du dich dennoch dazu entscheidest, auf jegliche Hilfsmittel zu verzichten, dann darfst du einfach ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Auch hier kann der Weg zum Ziel führen. Es ist nur ein etwas weiterer Weg. Du darfst mit einem höheren Lernaufwand rechnen, mit einem höheren Trainingsaufwand und akzeptieren, dass du unterwegs auch leichter mal auf einem Leistungsplateau landen wirst. Aber vielleicht hast du ja gute Gründe, auf reines Bodyweight-Training zu setzen. Vielleicht bist du viel auf Reisen, vielleicht hast du auch einfach Lust, ein paar neue Tricks zu lernen, zum Beispiel einen Handstand oder einen Handstand-Push-Up oder eine Planche oder ein Lever, was auch immer, dann helfen dir die vorgestellten Trainingsprogramme, die drei Tipps, die ich dir gegeben habe. Fit ohne Geräte, Convex Conditioning helfen dir, wenn du gerne was Gedrucktes in den Händen hältst und ein reines Bodyweight-Programm suchst, und Ultimate Athleticism ist der richtige Guide für dich, wenn du neben Textanweisungen auch Videotutorials suchst und wenn du auch mit dem Coach direkt in Verbindung kommen möchtest. Was mich nochmal interessiert ist, wie trainierst du? Wie gestaltest du dein Krafttraining? Setzt du eher auf Hanteltraining, eher auf Bodyweight-Training? Mit welchem Trainingsprogramm hast du bisher die besten Fortschritte gemacht? Und was wäre denn dein Warum? Was wäre dein Nummer 1 Ziel, das du mit Körpergewichttraining verfolgst?
Teile deine Erfahrungen, schreib einen Kommentar, findest du alles in den Shownotes unter marathonfitness.de/podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Training und vor allen Dingen natürlich auch viel Spaß. Bleib dran und ciao. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.